Mir wäre es wichtig, dass sich der Bundestag mit dem Thema Klima und Verkehr auseinandersetzt, weil sich sowohl in Sachen Klimaschutz und Verkehr in Potsdam nichts tut. Ganz im Gegenteil, es wird schlimmer. Na, ich denke schon, jetzt gerade aktuell noch mit Afghanistan, dass das Flüchtlingsproblem schon noch mal auf uns zukommen wird. Die Probleme global nehmen zu und gleichzeitig brauchen wir ja auch irgendwie mehr Nachwuchs. Ne? Uns fehlen ja Arbeitskräfte. Und von daher würde mich schon interessieren, wie die Bundesregierung plant, das Flüchtlingsthema mehr mit den Menschen zusammenzudenken. Ja? Also nicht immer nur die Leute irgendwo hinzuschicken, sondern sie wirklich zu integrieren. Und das würde mich interessieren. Meiner Meinung nach müsste sich die Politik tatsächlich ein bisschen mehr einmischen, was die Mietpreise betrifft. In der Pflege wird was getan werden müssen, speziell auch der Lohn für die in der Pflege Arbeitenden. Da muss was passieren. Also mir geht es um die Verbesserung. Also ich finde, der politische Apparat, die Bürokratie muss versuchen, deutlich effizienter zu werden und mal wieder überraschen mit funktionierenden Strukturen, mit funktionierenden Abläufen. Klimapolitik ist schon ein super wichtiges Thema. Ich habe mich sehr auf diesen Wahlkampf gefreut und jetzt bin ich eher sehr konsterniert. Also ich weiß gar nicht mehr, wen ich wählen soll. Guten Abend und herzlich willkommen zum MAZ-Wahlforum hier im Potsdamer Nikolaisaal. Herzlich willkommen auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns live im Internet auf MAZ-Facebook verfolgen. Mein Name ist Henry Lohmer, ich bin Chefredakteur der Märkischen Allgemeinen Zeitung und ich moderiere heute Abend zusammen mit Anna Sprockhoff, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Potsdamer Lokalredaktion. Schön. Heute ist der 30. August, noch 27 Tage bis zur Bundestagswahl und die heiße Wahlkampfphase, sie hat begonnen. Der Vorsprung der Union in den Umfragen, er ist dahin. Die letzten Umfragen sagen entweder ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus oder sogar einen kleinen Vorsprung für die SPD. In jedem Fall sieht es danach aus, als ob es nach dieser Bundestagswahl kein Zweierbündnis mehr geben könnte im Bund, aber auch das ist noch nicht ganz sicher. Spannend bleibt es in jedem Fall. Wir wollen heute Abend mit den Direktkandidatinnen und Kandidaten hier im Wahlkreis 61 diskutieren. Der Wahlkreis 61 umfasst natürlich die Stadt Potsdam, aber auch die Gemeinden Michendorf, Nutetal, Schwielowsee, Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf in Potsdam-Mittelmark sowie die Stadt Ludwigsfelde in Teltow-Fläming. Insgesamt haben sich 17 Kandidatinnen und Kandidaten um die Erststimme, also das Direktmandat hier im Wahlkreis, beworben. Wir sprechen heute Abend mit den im Bundestag vertretenen Kandidatinnen und Kandidaten. Alle Direktkandidatinnen, also alle, die dafür sich beworben haben, haben wir auf matzonline.de und in der Märkischen Allgemeinen Zeitung vorgestellt. Heute Abend sprechen wir mit diesen Gästen. Eine Bemerkung noch vorab, aufgrund der Corona-Bestimmungen hier im Saal können wir heute Abend leider kein Zuschauermikrofon durch die Reihen schicken. Sie haben uns vorab Ihre Fragen geschickt, auch auf MAZ Online. Vielen Dank dafür. Viele davon hatten wir ohnehin auf dem Zettel. Einige werden wir heute hier live an die Kandidatinnen und Kandidaten weitergeben. Alle Ihre Fragen gehen nochmal direkt an die Büros der Kandidaten und wir werden die Antworten sehr zeitnah auf matzonline.de veröffentlichen. Jetzt aber zu unseren Gästen. Annalena Baerbock ist die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen. Sie stammt aus der Nähe von Hannover und hat Politikwissenschaften und öffentliches Recht studiert. Gemeinsam mit Robert Habeck ist sie die Parteivorsitzende und sie war von 2009 bis 2013 Landesvorsitzende in Brandenburg. Seit 2013 ist Annalena Baerbock Mitglied im Deutschen Bundestag und lebt wie alle Kandidaten hier heute auf dem Podium in Potsdam. Hallo, schönen guten Abend. Olaf Scholz ist Finanzminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidat der SPD. Er wurde in Osnabrück geboren, lebte fast sein ganzes Leben in Hamburg, brachte es dort zum Innensenator, zum regierenden Bürgermeister oder ersten Bürgermeister, wie man in Hamburg sagt. Er war gleichzeitig
oder später SPD-Generalsekretär im Bund, Bundesminister für Arbeit und Soziales und ist jetzt SPD-Direktkandidat hier im Wahlkreis. Saskia Ludwig. Saskia Ludwig ist in Potsdam geboren und aufgewachsen. Sie ist Diplomkauffrau und Landtagsabgeordnete sowie als Nachrückerin seit 2019 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie war mal Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU in Brandenburg. Linda Teuteberg ist Direktkandidatin der FDP. Sie ist gebürtige Brandenburgerin und Juristin. Die aktuelle Landesvorsitzende der Freien Demokraten ist zugleich Spitzenkandidatin hier in Brandenburg. Sie sind seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, waren vorher Landtagsabgeordnete und kurzzeitig Generalsekretärin der Bundespartei. Norbert Müller, geboren in Wriezen, tritt für die Linke an. Er war 2013 kurz Landtagsabgeordneter, zog dann als Nachrücker in den Bundestag ein, wo er bis heute Abgeordneter und familienpolitischer Sprecher der Fraktion ist. Tim Krause tritt für die AfD in diesem Wahlkreis an. Er ist gebürtiger Franke, Drehbuchautor, Regisseur, Musiker und auch er lebt seit einiger Zeit in Potsdam. Herr Scholz, wir wollen unsere erste Fragerunde heute mit einem Bild beginnen, das die Kollegen vom Magazin der Süddeutschen Zeitung vor kurzem von Ihnen gemacht haben. Es stammt aus der Reihe »Sagen Sie jetzt nichts«. Da werden Politiker und Prominente befragt und dürfen nicht mit Antworten, sondern müssen mit einer Pose diese Frage beantworten. Sie sind gefragt worden, Herr Scholz, was ist das Lebensgefühl in Hamburg und haben dieses Fischbrötchen in die Kamera gehalten. Herr Scholz, jetzt sind wir ja heute hier in Potsdam. Sie leben in Potsdam, Ihr Wahlkreis liegt in Potsdam. Zeigen Sie doch mal Ihre Potsdam-Pose. Ihre Potsdam-Pose. Wie soll ich meine Potsdam-Pose übersetzen? Ich habe zuletzt Teltower Rüppchen gegessen. Die waren sehr gut. Ah, Sie dürfen sie auch gerne zeigen. Etwas schwierig. Vor allem, wenn man sie schälen muss, ist das noch eine große Arbeit. Aber die waren gut. Jetzt haben wir wenigstens eine Teltow-Pose, aber keine Potsdam-Pose. Frau Ludwig, Ihr Wahlslogan lautet eine von hier. Heißt das, nur wer hier aufgewachsen ist, kann auch hier Politik machen? Das heißt es natürlich nicht. Der Unterschied dazu zu den Kollegen hier auf dem Podium ist, dass ich hier schon lange Politik mache, seit 98 Kommunalpolitik und so die Entwicklung nicht nur der Stadt Potsdam, sondern auch des Umlandes entsprechend miterlebt und mitgestaltet habe. Und ich als regionale Abgeordnete hier in den vergangenen Jahren viele, viele Gespräche geführt habe, Unternehmen ein Stück weit helfen konnte, Ansprechpartner für die Bürger war. Und ich denke, dass ich daher nicht nur jede Ecke kenne, als Abgeordnete hier gearbeitet habe, sondern ich werde das natürlich auch nach dem 26. September mit der gleichen Intensität hier tun. Frau Ludwig, die Union ist in den letzten Wochen in den Meinungsumfragen ja geradezu abgestürzt. Das hat sicherlich viele Gründe. Einer könnte sein, dass Ihr Spitzenkandidat nicht so beliebt ist. Es gab in der vergangenen Woche eine Umfrage, wonach 70% der Anhänger von CDU und CSU gerne nochmal Armin Laschet gegen CSU-Chef Markus Söder tauschen würden. Haben Sie heimlich auch schon mal gedacht, hätte es doch mal der Söder gemacht? Nein, das habe ich nicht gedacht. Ich denke, dass Armin Laschet ein sehr guter Kanzler sein wird. Er ist ein besonderer Manager. Er macht das mit ruhiger Hand, aber mit klarer Aussage. Wir brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt. Das ist das Allerwichtigste und die wichtigste Hausaufgabe, vor der wir insgesamt stehen. Und natürlich ist es für Armin Laschet nicht einfach, das deutlich zu machen, was hier im Haus Deutschland tatsächlich neu, auch neu gedacht werden muss, wenn die CDU 16 Jahre mit in der Regierung war. Ich glaube, das ist schon ein Thema, mit dem er zurechtkommen muss auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gehört es eben zur Wahrheit dazu, dass wir modernisieren müssen. Er will das, er hat es in Nordrhein-Westfalen gezeigt und deswegen glaube ich, dass er es sehr gut machen wird. Frau Teuteberg, Ihr Wahlslogan ist ja, es gab nie mehr zu tun. Jetzt könnte man behaupten, vor 4 Jahren gab es auch schon eine ganze Menge zu tun
Und es gab viele Deutsche, die sich eine andere Regierungskonstellation gewünscht hätten. Sie als FDP hatten ja die Chance dazu und haben sie in letzter Minute nicht genutzt. Wie oft haben Sie das bereut in den letzten 4 Jahren? Also abgesehen davon, dass ich nicht selber im Verhandlungsraum damals war, sage ich trotzdem gern was in der Sache dazu. Für uns ist ganz wichtig, wir wollen gestalten, darum bewerben wir uns auch diesmal. Allerdings machen wir das deshalb, weil wir auch wollen, dass natürlich die Wählerinnen und Wähler, die uns ihr Vertrauen schenken, einen Unterschied merken, ob die Freien Demokraten an einer Regierung beteiligt sind oder nicht. Damals ist bei den Sondierungen herausgekommen für die Kollegen, die da verhandelt haben, dass das nicht möglich ist in der damaligen Konstellation. Nach dieser Bundestagswahl wird neu verhandelt und wir wollen jedenfalls gern gestalten. Aber es ist völlig richtig, nie gab es mehr zu tun, passt ja. Zum einen, vor 4 Jahren haben wir plakatiert Digital First, Bedenken Second. Da haben einige drüber gelacht, die, glaube ich, in der Corona-Pandemie nicht mehr so drüber lachen konnten, wie wichtig das Thema wirklich war und dass man da früher hätte handeln müssen. Und in Ihrem Trailer hat ja auch gerade einer der Bürger gesagt, er wünscht sich weniger Bürokratie, mehr Effizienz und dass der Staat mal mit Funktionieren überrascht. Ich finde, das ist bezeichnend. Funktionieren der Verwaltung sollte eigentlich die Normalität sein und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Und trotzdem nochmal... Nochmal zurück zur Frage, haben Sie es bereut in den letzten 4 Jahren und in welchen Momenten? Nein, weil es inhaltlich nicht richtig gewesen wäre mit dem, was da möglich war. Wir haben viele inhaltliche gute Vorschläge, kann man in unserem Programm finden. Und damals gab es viele Dinge, wo sich Schwarz und Grün nicht auch auf uns zubewegt haben. Wir müssen ja auch den Wählerinnen und Wählern nachweisen können, so sehr man in manchen Bereichen nachgibt und Kompromisse macht, dass man in anderen Bereichen auch nachweislich ein paar Dinge durchsetzt. Das ist der legitime Anspruch, das ist unsere Vorstellung von Glaubwürdigkeit auch. Und da war nichts drin, weder bei der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, für die wir uns einsetzen, nicht bei einer realistischen Energiepolitik, bei einer rechtsstaatlichen Migrationspolitik und viele mehr. Das wäre jetzt zu wenig Zeit, um das alles im Einzelnen darzustellen. Aber genau darum ging es. Und umso mehr sollte nach dem 26. September dieses Mal auch engagiert verhandelt werden. Wir wollen uns lieber auf Gestaltung einigen, aber für die Inhalte, für die wir antreten. Frau Baerbock. Frau Baerbock, Sie sind ja in diesem Jahr fulminant gestartet als erste grüne Kanzlerkandidatin. Die Umfragen gingen durch die Decke, Sie waren auf allen Titelseiten, auch bei uns in der Matz gab es eine Titelseite mit einer möglichen Kanzlerin aus Potsdam, mit einem großen Fragezeichen allerdings. Und dann ging es bergab. Das hatte mit einigen Fehlern zu tun, die Sie gemacht haben, die Sie inzwischen selbst auch eingeräumt haben, Stichwort Ungenauigkeiten im Lebenslauf, Stichwort Plagiatsabschnitte in Ihrem Buch. Und Ihre persönlichen Zustimmungswerte sind runtergegangen, auch die der Partei. Glauben Sie noch an den Traum der ersten grünen Kanzlerschaft nach dieser Bundestagswahl? Erstmal nochmal schönen guten Abend in die Runde. Es ist schön, auch wieder im Nikolaisaal zu sein nach diesen 1,5 Jahren. Na, ich bin nicht in der Politik, weil ich einen persönlichen Traum habe, sondern weil in den letzten Jahren so deutlich geworden ist, was wir in unserem Land alles besser machen können. Das erleben wir hier in Potsdam. Das ist ja ein bisschen Spiegel für unser gesamtes Land mit Blick auf explodierende Mieten, mit der Frage Klimaschutz und all die Themen, die gerade in dem Einspieler auch vorhanden gewesen sind. Und ich bin ein Typ, der nicht sagt, ich will was machen, sondern zu sagen, packen wir es an. Und deswegen haben wir als Grüne zum ersten Mal gesagt, wir stellen eine Kanzlerkandidatin auf. Dass das herausfordernd wird für uns als eine Partei, die das noch nie gemacht hat, das war klar, wir haben eigene Fehler gemacht. Da haben wir uns drüber geärgert, aber für mich gilt es dann, Dinge besser zu machen, daraus zu lernen, weil die Veränderungen sind so groß und das Abwarten, was wir in den letzten Jahren der Großen Koalition hatten, zu sagen, wir haben zwar Probleme, aber wir wurschteln uns mal so durch. Ich glaube, unser Land kann wirklich wehr. Und ja, deswegen kämpfen wir Grünen in den nächsten 4 Wochen für einen echten Aufbruch in unserem Land. Aber wie wollen Sie es noch schaffen, beispielsweise an Herrn Scholz vorbeizuziehen? Wenn man sich das Triell gestern Abend im Fernsehen angeschaut hat, hatte man den Eindruck, dass die neue Parole bei Ihnen jetzt Attacke lautet. Sie haben spürbar ausgeteilt, gerade auch gegen Herrn Scholz. Ist das jetzt die Strategie?
Naja, nicht gegen Herrn Scholz. Für mich ist keine Politik kein Gegeneinander. Aber wenn wir sehen, dass wir zum Beispiel in dieser Corona-Pandemie eine Situation hatten, wo Kinder vollkommen durchs Raster gefallen sind, dann stelle ich mich ja nicht hin und sage, ist irgendwie alles nicht so gut gelaufen, guck mal, wie es beim nächsten Mal passiert. Sondern ich finde, da muss man die Dinge auch wirklich benennen. Und das habe ich gestern gemacht. Das haben wir auch schon mehrfach drüber diskutiert, über die Frage, warum nicht in so einem Moment eine Bundesregierung sagt, das läuft offensichtlich an den Schulen nicht so gut, jetzt geht der Bund da voll in die Verantwortung rein, so wie man das bei Unternehmen ja auch gemacht hat, gesagt, richtigerweise innerhalb von Wochen stellen wir Unterstützungsgelder bereit. So hätte man auch bei den Schulen sagen können, vor anderthalb Jahren, wir stellen jetzt das Geld bereit, damit Luftfilter eingebaut werden und nicht anderthalb Jahre später. Und das ist für mich Sinn von Politik, Dinge besser zu machen und nicht nur zu sagen, wir könnten oder sollten mal, sondern wirklich anzupacken. Da ist Politik besser machen ein gutes Statement. Herr Müller, Sie sind seit 2014 im Bundestag. Dieses Mal stehen Sie nicht auf der Liste. Und wenn Sie das Direktmandat nicht holen, sieht es schlecht aus, dass Sie nochmal in den Bundestag einziehen. Wenn Sie jetzt zurückblicken und eine Sache sagen müssten, die Sie in Ihrer Zeit im Bundestag für Ihren Wahlkreis erreicht haben, welche ist das? Eine Sache. Einfach sprechen. Ah, also herzlichen Dank auch für die Einladung nochmal von mir und einen schönen guten Abend. Es gibt tatsächlich eine Sache, da dachte ich für einen kurzen Moment, da haben wir es geschafft, das ist die unsägliche Steuermittelverschwendung beim Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche, also dieser Turmkopie. Und wir haben so lange genervt, bis die Bundesregierung vor einem Jahr in Person der Kulturstaatsbeauftragten erklärt hat, man würde hier für den Haushalt keine weiteren Mittel mehr anmelden, dann sind dennoch weitere Mittel geflossen, aber das war so ein kurzer Moment, da dachte ich, da hat sich was gelohnt. Für den Wahlkreis, für die Region, weil ich das für ein falsches Signal halte, den Wiederaufbau. Und ansonsten bin ich natürlich nicht nur auf den Wahlkreis fokussiert. Ich mache Kinder- und Jugendpolitik und ich muss deutlich sagen, dass zum Beispiel heute über Kinderarmut geredet wird. Dass das Thema zum Beispiel Annalena Baerbock sehr prominent gestern Abend gesetzt hat, als einzige in diesen Runden, das hat auch damit zu tun, dass wir es immer wieder bearbeitet haben, dass wir immer wieder gedrückt haben und dass wir gesellschaftliche Akteure wie die Arbeiterwohlfahrt, da fahren wir ja alle gleich noch weiterhin, gefunden haben, die genauso hier engagiert drücken. Und dass deswegen für viele Menschen zum Beispiel wichtig ist, dass Armutsbekämpfung wieder in den Mittelpunkt von Politik rückt und nicht als so ein Randthema weggeschoben ist, wie das in der Agenda 2010 Zeiten sehr lange so war. Insofern gibt es auch Erfolge, die außerhalb des Wahlkreises sind und auf die ich auch stolz bin. Herr Krause, in Ihrem Positionspapier auf der Webseite der AfD Brandenburg schreiben Sie, wir müssen regierungsfähig werden. Offenbar sind Sie selbst der Meinung, dass die AfD noch nicht regierungsfähig ist. Was müsste sich denn dafür ändern? Bitte in Kürze. Doch, wir sind absolut regierungsfähig. An der Personalstock mangelt es vielleicht hier und da noch ein bisschen. Aber das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die anderen Parteien uns als undemokratisch und als rechtspopulistisch ausgrenzen, was, um es mal ganz deutlich zu sagen, absolute Grütze hoch 8 ist. Und das wissen die auch. Wissen Sie, warum die das sagen? Ganz einfach deswegen, weil sie wissen, dass sie uns argumentativ eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen haben. Wir weisen ihnen jeden Tag... Nein, ich sage Ihnen warum. Schauen Sie, ich sage Ihnen warum. Wenn die anderen sagen, sie seien demokratisch, und wir sagen, nein, wir sind die mit Abstand demokratischste Partei in diesem Land. Wir fordern Volksentscheide auf Bundesebene. Ja, hören Sie zu. Erst hören, dann haten. Wir fordern Volksentscheide auf Bundesebene. Wir fordern eine Direktwahl des Bundespräsidenten durch die Wähler. Wir wollen eine Amtszeitbegrenzung Krause, für Kanzler und Minister. Wir wollen nicht Ihr ganzes Wahlprogramm. Nein, also bitte? Das ist nur ein Kernpunkt und übrigens Abschaffung der Politikerpensionen auch. Und ich denke, dass wir absolut regierungsfähig sind. Und ich bin auch der Meinung, dass wir bei der nächsten Landtagswahl in Brandenburg stärkste Kraft werden können. Und dafür arbeiten wir jetzt. Herr Scholz. Herr Scholz, Sie betonen in letzter Zeit regelmäßig, wie berührt Sie sind angesichts der hohen persönlichen Zustimmungswerte, die Sie haben in den Umfragen, auch gerade im Vergleich zu den anderen beiden Kanzlerkandidaten, dass die Deutschen Ihnen offenbar dieses Amt zutrauen würden. In Wahrheit ist es doch aber auch so, dass Sie von den Fehlern der anderen profitiert haben in diesem Wahlkampf bis jetzt und dass Ihre eigene Rolle gerade im Kontext der politischen Verantwortung im Zusammenhang mit Affären wie Cum-Ex und Wirecard etwas in den Hintergrund geraten ist. Freut,
Sind Sie da auch vielleicht ein wenig erleichtert, dass das so viel komplizierter zu erklären ist als ein falscher Eintrag im Lebenslauf oder vielleicht ein deplatzierter Lacher im Hintergrund einer Ansprache des Bundespräsidenten in den Hochwassergebieten, was die Leute vielleicht schneller verstehen? Sie haben ja zwei Fragen gestellt und können Sie gerne beide beantworten. Bei der zweiten die Antwort auf die erste Frage schon selbst gegeben, wie Sie das jedenfalls sehen. Also ich bin in der Tat sehr berührt davon, dass so viele mir dieses Amt zutrauen. Denn das ist ja keine leichte Aufgabe, es ist das größte Land in der Europäischen Union. Und wenn man die Regierung dieses Landes leiten will, dann ist das was ganz Besonderes und es ist auch sehr bewegend, wenn viele sagen, der kann das. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, sich das klarzumachen. Es ist eine große Aufgabe und es ist etwas Besonderes, wenn viele einem das zutrauen. Ich bin sicher, dass die gegenwärtigen Zustimmungswerte etwas damit zu tun haben, dass wir uns sehr, sehr früh entschieden haben, festzulegen, wer der Kanzlerkandidat der SPD ist, dass wir uns sehr früh dazu durchgerungen haben, als Partei sehr gemeinsam diesen Weg zu gehen und auch geschlossen zu handeln und dass wir sehr rechtzeitig ein zuversichtliches Programm auf den Weg gebracht haben, das sich genau mit den entscheidenden Zukunftsfragen unserer Gesellschaft beschäftigt, mit der Frage, wie wir dafür sorgen können, dass mehr Respekt herrscht, Respekt vor jedem und jeder, vor jedem Beruf, jeder Lebensleistung und auch mit der Frage, wie wir dafür sorgen können, dass wir ein wirtschaftlich erfolgreiches Land bleiben, ein modernes Land, das gleichzeitig den menschengemachten Klimawandel aufhält und auch in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze hat. Das hat früh begonnen, das war ein Dauerlauf und wir sind jetzt immer noch vor dem Endspurt, der noch beginnt. War jetzt nicht exakt die Frage? Doch, das war die erste Frage, weil Sie gesagt haben, liegt es an den Fehlern der anderen? Ich glaube nicht. Ich habe mich mit denen nicht so sehr beschäftigt und auch öffentlich darüber nicht diskutiert, aus gutem Grund, weil ich auch finde, dass manches übertrieben war, was ich auch, wo ich dazu angesprochen worden bin, immer bekundet habe und unverändert so sehe. Und das Zweite ist, nein, ich bin nicht Ihrer Meinung, dass diese Dinge nicht verstanden worden sind. Sie sind ja lange diskutiert worden. Und etwa, wenn man die Frage Wirecard, den großen Betrug, der dort in den Unternehmen stattgefunden hat, wie seinerzeit in den USA mit der Firma Enron anschaut, dann war das, nachdem das klar war, ja wichtig, all die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Und wir haben in einem Parforce-Ritt sowohl die Probleme identifiziert als auch das Gesetzgebungsprogramm auf den Weg gebracht. Wirtschaftsprüfer wechseln jetzt häufiger, Prüfung und Beratung sind getrennt. Das haben wir gegen große lobbyistische Widerstände, die sich sofort formiert haben, durchgesetzt. Wir haben der Aufsichtsbehörde mehr Macht gegeben, mehr Personal, mehr Rechte, die sie bisher nicht hatte. Wir haben den Behörden auch gestattet, das, was alle so dringend vermisst hatten, überhaupt zu dürfen, nämlich einander Informationen zu geben. Und alles ist noch vor Ende dieser Legislaturperiode fertig geworden. Aus meiner Sicht ein offensiver Umgang mit einem solchen Problem. Und das ist wahrscheinlich die Ursache dafür, dass das auch entsprechend bewertet wird. Aber es ist Schaden entstanden und es ist der Eindruck entstanden, dass niemand dafür die politische Verantwortung übernimmt. Und trägt das nicht auch zu dem ein Stück weit zu dem Vertrauensverlust bei den der eine Wähler, den wir im Trailer hatten, der nun gar nicht, also der konsterniert war und nicht wusste, wen er wählen sollte, trägt das nicht auch zu dem Vertrauensverlust bei den Wählern bei, wenn es dort keine politischen Konsequenzen offenbar gibt? Es sind Konsequenzen gezogen worden. Ich habe sie eben geschildert. Es gibt auch neue Führungskräfte bei der BaFin, einer autonom handelnden Behörde. Übrigens die meisten, die da in dieser Frage jetzt noch kritische Vorschläge haben, sagen nicht, die Regierung soll mehr tun können, sondern sie soll die Behörde noch autonomer handeln lassen können und sich gar nicht mehr einmischen, was ich persönlich mit etwas Skepsis verfolge, wenn ich das sagen darf. Aber trotzdem, da ist wirklich das Richtige gemacht worden als Konsequenz aus dieser Feststellung, die dort getroffen worden ist. Es sind viele, viele Jahre die Probleme verhandelt worden, auch lange bevor ich selber Minister war. Und jetzt, als der große Zusammenbruch da war, die Probleme da waren, sind alle Konsequenzen gezogen worden, die man ziehen kann. Und das ist genau der Weg, den man einschlagen muss. Nicht wegducken, sondern handeln. Ein Thema, was uns leider immer noch in Deutschland sehr beschäftigt, ist das Thema Corona. Corona-Pandemie, wir sind mitten in der vierten Welle. In der vergangenen Woche hat der Deutsche Bundestag die Verlängerung der epidemischen Lage beschlossen. Das ist die Grundlage auch für die Regelungen in den Ländern, für die Krisenverordnung. Frau Ludwig, Sie haben als Unionsabgeordnete dagegen gestimmt. Ist für Sie die Pandemie schon vorbei? Warum?
Also ich kritisiere diese Art der Pandemiebewältigung seit November letzten Jahres, ehrlich gesagt schon seit April letzten Jahres. Am Anfang der Pandemie wusste man natürlich nicht, was auf einen drauf zukommt. Und deswegen war es auch richtig, so zu handeln, wie gehandelt wurde. Aber es war eben doch absehbar, dass es massive Folgewirkungen geben wird. Nicht nur im Bereich Wirtschaft, sondern auch gerade bei den Kindern, was psychische Schäden betrifft, aber auch bei Erwachsenen. Und umso länger die Corona-Maßnahmen andauerten, umso mehr hatte man den Eindruck, dass die Regierung für sich einen Weg gefunden hat, mit dieser Pandemie umzugehen, ohne dann mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wir brauchen das gesamtgesellschaftliche Bild an der Stelle. Wir haben gelernt, wir haben jetzt Impfstoffe zur Verfügung, wir wissen, wie wir damit umgehen. Wir wissen auch, dass mit den Maßnahmen letztes Jahr man dafür gesorgt hat, dass das Gesundheitssystem nicht zu keinem Zeitpunkt an die Kapazitätsgrenzen herangereicht ist. Und ich glaube, dass das ein Zeitpunkt ist, ein guter Zeitpunkt war, darüber nachzudenken, wie können wir anfangen, mit dieser Situation zu leben und wie können wir auch mehr Eigenverantwortung wieder zurückgeben, damit die finanziellen Schäden und die Ausgaben, die ja Herr Scholz immer verkündet hat, entsprechend nicht noch dramatisch steigern und dann in die Zukunft verlagern müssen. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich bin nicht dafür, die pandemische Lage zu verlängern, weil alle Maßnahmen, die man machen möchte, wie zum Beispiel weitere Unterstützung, weitere Hilfen, könnte man jenseits dessen tun, der Verlängerung. Und ich glaube, dass die Grundrechtseinschränkungen, die damit einhergehen, mit der pandemischen Lage so gravierend sind und vor allen Dingen für so einen langen Zeitraum schon so gravierend sind, dass ich die Argumente, die von der Regierung kommen, für ziemlich problematisch halte, dass die Lage so schwerwiegend ist, dass wir weiterhin diese Grundrechte so einschränken müssen. Und das ist der Grund, warum ich dagegen gestimmt habe. Herr Scholz, es ist tatsächlich auch eine Frage, die unser Leser Peter Dietsch gestellt hat. Bis wann gibt es denn eine gesellschaftliche Normalität in den Freiheitsrechten wie vor 2020 in Bezug auf Corona? Herr Scholz. Ja, das ist nicht, weil die Lautsprecher nach vorne sind, hören wir nicht immer, was sie sagen. Aber das, wir raten den Rest. Also vielleicht das kriegen schon. Wir das ja ein bisschen besser. Wir sind ja doch in einem sehr guten Zustand unterdessen, gemessen am letzten Jahr. Wir haben über 50 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die geimpft sind. Wir haben heute eine Quote von 60% erreicht von doppelt Geimpften. Wir sind bei 65% von denjenigen, die sich wenigstens einmal haben impfen lassen. Aber die Frage geht ja in die Zukunft. Ja, deshalb. Aber die Basis der Zukunft ist, dass man ja aufsetzt auf der Wirklichkeit, die wir heute haben. Und das ist etwas, wo man sagen kann, deshalb wird dieser Herbst und Winter anders verlaufen können als der letzte. Aus meiner Sicht eine klare Ansage, wir brauchen keinen neuen Lockdown und sollten ihn auch nicht haben. Und wir sollten auch den Präsenzunterricht an den Schulen fortsetzen und sicherstellen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Alle Möglichkeiten des digitalen Unterrichts sind niemals so gut, selbst wenn er gut funktioniert, wie das, was man im Präsenzunterricht machen kann. Was wir jetzt noch brauchen, sind Vorsichtsregeln, zu denen ich mich auch bekenne und die ich auch notwendig finde, also dass man in Bahnen und Bussen Masken trägt, dass man, wenn man in Räume gibt, wo Ansteckungsgefahren hoch sind, sagt, da können Geimpfte, Genesene und Getestete rein. Aber das sind ja gemessen an dem, was wir zuletzt hatten, keine großen Einschränkungen. Was wir erleben werden, ist, dass wir eine Pandemie der Ungeimpften bekommen. Das heißt, diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, insbesondere unter den Älteren, werden mit großer Wahrscheinlichkeit infiziert werden. Und einige davon werden erkranken und manche auf Intensivstationen landen. Corona ist keine Grippe. 100.000 Tote, die wir in Deutschland haben, zeugen davon, dass das wirklich gefährlich ist. Trotzdem, jetzt wo genügend Impfstoff da ist und jeder sich impfen lassen könnte, ließe sich ein neuer Lockdown nicht rechtfertigen. Herr Scholz, in einem Satz, haben wir die Impfpflicht nach der Bundestagswahl, wenn im Herbst die Zahlen wieder durch die Decken gehen, ja oder nein? Haben wir die was? Impfpflicht. Nein, wir werden keine Impfpflicht haben. Ich bin dagegen, das will ich gerne dazu sagen. Wir haben uns sehr früh entschieden, die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen und nicht mit Pflichten zu arbeiten. Das werden wir machen. Aber das ist das, was jetzt die Regel ist. Und wir werden jetzt noch durch den Herbst und Winter kommen müssen. Und ich glaube, dann haben wir eine Chance, dass wir eine Situation haben, in der wir eine neue Situation haben für unser Land. Trotzdem bleibt es so lange gefährlich, solange zu viele nicht geimpft sind, weil die werden sich infizieren können. Frau Teuteberg,
Für Sie als freie Demokratin ist das ja eine Grundsatzfrage. Sind Sie einverstanden damit, dass Geimpfte Vorteile genießen können, zum Beispiel hier heute Abend reinzukommen, wenn man geimpft, getestet oder genesen ist, im Gegensatz zu Ungeimpften? 2G ist angesprochen worden, das Modell in Hamburg. Was macht das aus Ihrer, was macht das mit Ihrem Freiheitsgefühl? Richtig. Ist wirklich ganz wichtig, den Unterschied klar zu machen zwischen einer klugen und entschlossenen Pandemiebekämpfung einerseits, die wir brauchen, und einer schleichenden Gewöhnung an ein Übermaß staatlicher Eingriffe andererseits. Das ist nämlich was anderes und das kann man auch gut unterscheiden. Deshalb haben wir am Anfang, auch als man noch nicht wusste, wie sind die Übertragungswege, wie als wir noch wenig über dieses Virus wussten, auch weitgehenden Maßnahmen zugestimmt, aber früh eingefordert, dass der Staat die Rechtfertigungslast hat dafür, welche Maßnahmen notwendig sind, Grundrechtseingriffe immer wieder befristen muss und begründen muss und nicht beliebig das immer verlängern kann. Deshalb haben wir übrigens jetzt auch dagegen gestimmt, gegen die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, weil die Inzidenz heute nicht mehr der alleinige Maßstab sein kann und wir die nötige Vorsicht durch zum Beispiel die 3G-Regel und anderes sicherstellen können. Und wir haben auch ohne diese Sonderbefugnisse für die Regierung in unserem Land funktionierende Gesetze und eine Gewaltenteilung, Behörden, die arbeiten können. Und wir finden, Grundrechtseingriffe gehören wieder im Parlament diskutiert. Das ist einmal die Grundeinstellung. Das heißt, wir sehen völlig den Ernst der Pandemie. Wir sagen auch nicht, dass die vorbei wäre, aber wir müssen mit verhältnismäßigen Mitteln daran gehen. Und ich habe übrigens zum Beispiel Ihrem Kollegen aus Ihrer Bundesredaktion, Tobias Peter, schon letztes Jahr zu Beginn der Pandemie im Interview gesagt, noch bevor der Deutsche Ethikrat ähnliche Überlegungen öffentlich angestellt hat, dass wir auch über die ethischen Dilemmata übrigens, über die Folgen, die die Maßnahmen haben, selbst dann, wenn man sie erstmal für gerechtfertigt hält, nicht schweigen dürfen und uns immer wieder Rechenschaft darüber ablegen müssen, ob das noch verhältnismäßig ist. Ich sage, die Stichworte waren Einsamkeit älterer Menschen, die keinen Besuch mehr empfangen dürfen, selbst in Situationen am Ende ihres Lebens oder bei hohen Geburtstagen und Ähnlichem. Die Situation für Kinder, die jetzt lange keinen Schulunterricht bekommen und gerade die Kinder, die zu Hause nicht die besten Voraussetzungen haben. Also das ganz zu Beginn schon angesprochen, ohne den Ernst der Lage zu leugnen. Aber ganz klar gesagt, das sind auch schwere Folgen und die müssen mit in Rechnung gestellt werden bei jeder Entscheidung. Und deshalb müssen wir zum Beispiel bei den Schulen viel früher überlegen, wie machen wir wieder verantwortlichen Unterricht, verantwortliche Öffnungskonzepte. Und deshalb müssen wir jetzt bei dem, was Sie ansprechen, 2 oder 3G, wir sagen, wenn Ungeimpfte getestet sind, dann sollen sie auch am öffentlichen Leben teilnehmen können, aber es muss weiter eben Vorsichtsregeln geben. Also deshalb keine Impfpflicht. Wir werben, wir wollen überzeugen für das Impfen, aber niemand soll gezwungen werden. Und mit Testung, mit aktuellem Test soll auch die Teilnahme am öffentlichen Leben, an Kultur, Einzelhandel und anderem möglich sein. Also es ist keine Schwarz-Weiß-Sicht, sondern verantwortungsvolle Öffnung. Frau Baerbock, in Potsdam ist es ja jetzt so, dass die erste Bar gesagt hat, 3G geht Ihnen nicht weit genug, Sie entscheiden jetzt selbst und lassen nur noch Geimpfte und Genesene rein. Aussage des Wirtes war, um den sozialen Druck zu erhöhen. Das heißt ja offensichtlich, man kann sich ja mittlerweile überall in Potsdam impfen lassen, vom Fußballstadion, also ich glaube, daran liegt es nicht mehr. Wäre denn 2G für Sie ein Weg, um die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, zu erhöhen in ganz Deutschland? Ja. Weil wir müssen uns vergegenwärtigen, und das ist ja die Stärke unserer Gesellschaft in den letzten anderthalb Jahren gewesen. Also ich weiß nicht, war in manchen Momenten wirklich berührt, dass man das Gefühl hatte, jeder in unserem Land wächst über sich hinaus. Da geht die Studierende, obwohl sie eigentlich so gerne in die Uni gehen würde, zu ihrer 80-jährigen Nachbarin und sagt, kann ich eigentlich deine Einkäufe machen? Da haben sich Familien zusammengetan, wie schaffen wir das, wenn unsere Oma im Pflegeheim keinen Besuch bekommen kann, dass wir trotzdem immer kleine Videos ihr schicken. Also alle Menschen in unserem Land haben eine Kraftanstrengung gemacht, vor allen Dingen auch die Kleinsten in unserem Land, um ihre Großeltern zu schützen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo sich ganz, ganz viele Menschen haben impfen lassen, damit wir uns gegenseitig schützen, damit auch die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, die anderthalb Jahre alles in den Krankenhäusern getan haben, überhaupt mal wieder durchschnaufen können.
Und da halte ich es für richtig zu sagen, diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, wir sind ein freies Land, das kann man frei entscheiden, aber dann können sie nicht auf die Solidarität aller anderen zählen, die anderthalb Jahre lang alles getan haben. Und vor allen Dingen kann man da nicht sagen, Kinder, die unter 12 sind, die sich nicht impfen lassen, Pech gehabt, sondern dann muss man auch Freiheitseinschränkungen hinnehmen und sagen, gut, dann kann man eben nicht in eine Bar gehen, wenn man sich nicht impfen lassen will an dieser Stelle. Das heißt, wären Sie dafür, dass mehr Länder dem Hamburger Vorbild folgen? Ich halte das, wir müssen ja mal abwägen. Das ist ja, Politik ist ja immer eine Entscheidung. Wenn es alles einfach wäre, dann würden wir es mit dem Fingerschnips machen. Aber wir stehen vor einer Situation, wo wir in einen Herbst laufen, wo wir uns fragen, was passiert in den Grundschulen wieder. Ich habe selber zwei kleine Töchter. Wenn man bei Kindern erlebt, was es bedeutet, auch wieder die Maske aufzusetzen, wenn man dann eingeschult wird und man sieht eigentlich seine Mitschüler gar nicht richtig, weil man eine Maske auf hat, das macht doch was mit Kindern. Und in so einer Situation, wo wir in einen Herbst reingehen, kann sich Politik nicht einfach wegducken, wie in den letzten anderthalb Jahren und sagen, ach, nach den nächsten Ferien gucken wir mal, sondern da muss doch verantwortungsvolle Politik sagen, wie können wir dem vorbauen, dass Schulen wieder geschlossen werden. Und deswegen halte ich Vorschläge wie in Hamburg, wenn die Inzidenzen weiter steigen, zu sagen, gut, dann müssten wir auch in den Einrichtungen, wo es vielleicht zu weiteren Infektionen kommen kann, verschärfte Regeln eingehen. Ich würde gerne auf einen Punkt zurückkommen, weil ich glaube, der ist wichtig. Sie entscheiden ja in 4 Wochen, wie dieses Land regiert werden soll. Das war nämlich Ihre Ursprungsfrage mit der pandemischen Lage. Und Frau Teuteberg ist da ja gerade schon mal ein bisschen drauf eingegangen, was Herr Scholz nicht beantwortet hat an dieser Stelle. Und ich glaube, das ist eine Frage, wie soll Politik in Zukunft gemacht werden? Wir haben als Deutscher Bundestag in dieser Notsituation gemeinsam entschieden, niemand kannte das Virus. Wir machen eine Kraftanstrengung, wir machen eine pandemische Lage, wo man schnell entscheiden kann. Dann haben wir als Oppositionsparteien immer wieder gesagt, aber irgendwann sollte man schon mal das Parlament beteiligen, weil es doch eine gesellschaftliche Debatte ist, welche Bereiche wir schließen und welche Bereiche wir nicht schließen. Und anderthalb Jahre hat jetzt die Bundesregierung keine Rechtsgrundlage dafür vorgelegt, dass nicht weiter am Parlament über Verordnung regiert wird, sondern dass in Nacht- und Nebelaktionen mit Ministerpräsidenten Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, zu einer starken Demokratie bedeutet auch nach anderthalb Jahren, das Parlament wieder zu beteiligen. Und deswegen haben die Oppositionsparteien zu meiner Sicht aus Recht, wir gemeinsam auch gesagt, diese schwierigen Fragen müssen in Zukunft wieder im Parlament diskutiert werden. Und dass die Große Koalition das abgelehnt hat, das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Sehr kurze Antwort von Herrn Scholz und danach machen wir einen Break und gehen mal in den Wahlkreis. Herr Scholz. Ja, nur ein kurzer Hinweis, da ich ja jetzt der Einzige bin, der die Position der Bundesregierung und der sie tragenden Parteien gemeinsam vertritt. Ich halte es für richtig, die pandemische Lage zu verlängern, nochmal für 3 Monate. Das hat der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen, das Parlament und nicht die Regierung. Und das ermöglicht uns zum Beispiel, dass weiter in den Betrieben getestet werden kann. Und das ermöglicht uns zum Beispiel, dass auch in den Schulen weiter Tests durchgeführt werden können. Das ist diese Regelung und es ist, wie Sie richtig sagen, auch eine andere Verordnung. Es handelt sich immer um exekutives Handeln, das eine parlamentarische Grundlage gefunden hat, und zwar eine ziemlich breite für dieses Gesetz. Und es wird auch unterstützt von allen 16 Ländern, einschließlich derjenigen, die von der CDU, der SPD oder den Grünen geführt werden. Und ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist. Wir sind jetzt dabei, die Pandemie hinter uns zu lassen, aber wir dürfen nicht so tun, als ob sie schon vorbei wäre. Wir sind jetzt dabei, sie hinter uns zu lassen, aber der Herbst und Winter sind noch schwierig. Wir brauchen Vorsichtsregeln und ich werbe ausdrücklich dafür, dass wir auch weiter dafür sorgen, dass man sich testen lässt in Betrieben und dass Tests durchgeführt werden in den Schulen. Das ist für die Kinder wichtig und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das ein kurzer Einspruch Gesetz. Von Herrn Krause und dann wechseln wir das Thema. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, das kann man doch so nicht stehen lassen. Frau Baerbock hat gerade letzten Endes ein Ja zu Zwangsmaßnahmen an einer Dimension gegeben, die es seit dem Ende der DDR so nicht mehr gegeben hat. Schauen Sie mal eins an, wir haben im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 1,11 Millionen Kinder in Brandenburg getestet. Positivfälle 293, das ist eine Quote von 0,02%. Wir haben keinen einzigen Todesfall in Brandenburg unter 25. Im ganzen Bundesgebiet ist noch kein Kind an Corona verstorben, unter 14. Und alle, ja, also es gibt Fälle, da müssen Sie gucken, differenzieren nach
an Corona oder mit Corona, dann gibt es 3 oder 4. Da haben Sie Herr Krause, die Delta-Variante so, frisst sich jetzt durch die Kinder und Jugendlichen, ja, nicht Moment, im Frühjahr. Jetzt hatten wir gerade die Scholz-Show und die Baerbock-Show mit dem hohen Redeanteil. Jetzt darf ich bitte meinen Gedanken zu Ende führen. Ja, jetzt kommt das aber nicht Klinikum, die Krause-Show, weil ich das Thema gleich wechseln wollte. Ich habe Ihnen noch mal kurz die Gelegenheit gegeben, einen Einspruch zu erheben. Bitte keinen Vortrag. Also darf ich? Kurz, bitte. Das Klinikum Hochrhein hat im Jahr 2020 während des zweiten Lockdowns die Todesfallzahlen gemessen, hat festgestellt, es gab eine Übersterblichkeit von 37%. Von der gehen aber nur knapp über 50% auf Corona zurück und alle Verstorbenen waren deutlich über 80 und hatten schwere Vorerkrankungen. Die anderen Verstorbenen, deren Übersterblichkeit gingen darauf zurück, dass Menschen sich wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und schwerer Tumorleiden nicht behandeln haben lassen. Herr Krause. Die Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung, der auch Herr Scholz angehört, haben möglicherweise fast genauso viele Menschen umgebracht wie das Virus selbst. Deswegen sind sie völlig unverhältnismäßig. Herr Krause, wir wollen jetzt nicht die Diskussion führen, glaube ich. Doch, wir führen eine Diskussion, dafür sind wir ja da. Es ist ja nicht nur eine Fragestunde, sondern es ist ja auch, wir sind die Opposition, also lassen Sie mich durchaus etwas opponierend sein, wenn Sie gestatten. Wir machen jetzt auch den Cut und gehen in den Wahlkreis 61, Anna. Genau, die erste Runde ist beendet und jetzt testen wir mal Ihr Wahlkreiswissen, liebe Kandidatinnen und Kandidaten. Und wir haben ein kleines Quiz vorbereitet. Keine Angst, nur eine Frage pro Kandidat und bitte schnelle Antworten. Die erste Frage geht an Frau Teuteberg. Frau Teuteberg, wo im Wahlkreis liegen unter anderem Rudolf Breitscheid und Manfred Krug begraben? Also das Grab kenne ich nicht. Mikro. Breitscheidstraße gut, aber leider nicht das Grab von Rudolf Breitscheid. Tatsächlich ist es der Stahnsdorfer Südwestkirche. Da hat es jemand gewusst im Publikum. Frau Baerbock, ein Teil des Wahlkreises 61 liegt im Landkreis Teltow-Fläming, wie Sie ja wissen. Dort finden am 26. September nicht nur Bundestagswahlen, sondern auch Landratswahlen statt. Wie heißt denn die amtierende Landrätin, die dort wieder antritt? Sag's mir vor, sie hat mir schon einen Brief geschrieben, deswegen ist das sehr, sehr peinlich, als wir über die Flüchtlingsunterstützung vor Ort gesprochen haben. Dann sag's mir mal vor, lieber Blut. Das ist meine Genossin Conny Wählern, die einzige linke Landrätin in Brandenburg. Danke dir das sehr. Sie wird natürlich hoffentlich wiedergewählt. Der habe ich sogar schon angestoßen. Danke, Norbert. Deswegen haben wir auch nicht Herrn Müller gefragt. Frau Ludwig, Elektromobilität ist ja derzeit in aller Munde. Nun hat einer der größten Batterieproduzenten weltweit in Ludwigsfelde seine Europazentrale eröffnet. Wie heißt das Unternehmen? Wir alle kennen MTU, was in Ludwigsfelde liegt, nicht bei Berlin, sondern in Ludwigsfelde, aber das habe ich jetzt gerade nicht parat. Wie heißen die? Sonst jemand aus der Runde? MTU? MTU-Triebwerke, Flugzeugtriebwerke. Ja, aber die Batterien. Es ging gerade um Batterien. Also die richtige Antwort ist Microvast. Der amerikanisch-chinesische Batteriehersteller hat tatsächlich im Frühjahr dort seine Europazentrale eröffnet. Ich war sogar da. Und Sie haben jetzt geschwiegen oder haben Sie es vergessen seitdem, wie er heißt? Ich habe mir die Halle da, angeguckt und kann deshalb berichten, dass dort die Produktion demnächst beginnt an der einen Produktionslinie. Es ist noch viel Platz für weitere. Und wie heißt das Unternehmen? Na, den Namen habe ich auch nicht, das will ich sagen können. Deshalb habe ich geschwiegen, wie Sie ja richtig gesehen haben. Genau. Microvast, falls das hier schwer zu verstehen war. Herr Scholz, eine Frage an den Finanzminister. Was kostet ein Einzelfahrtschein im Potsdamer Tarifgebiet ABC, öffentlicher Nahverkehr? Potsdam ABC. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal 1,70. Wer weiß es in der Runde? Möchte jemand antworten? Also für das Potsdam Berlin ABC. Es gibt Potsdam ABC, der Fahrschein kostet 3 Euro. Ja, Potsdam AB kostet 2,30 und das ist das Potsdamer Stadtgebiet. Wer hat Potsdam mit ABC haben Sie das Umland mit drin und zahlen 3 Euro. Können Sie nachschauen auf der Seite der Verkehrsbetriebe. Herr Krause, Potsdam pflegt 9 Städtepartnerschaften. Eine Partnerstadt liegt auf einer Insel. Welche ist das? Weiß ich nicht, aber das ist auch nicht der Punkt, der Grund, warum ich hier bin. Ich bin hier, um darauf hinzuweisen. Aber das war jetzt meine Frage. Ja, genau. Danke, Herr Krause. Entweder Sie wissen es oder wissen Sie es nicht.
Wissen Sie, was ich weiß? Ich weiß, dass wir heute die höchste Altersarmut und die höchste Herr Kinderarmut Krause, in der Geschichte dieses Landes haben. Sie und darüber sollten wir reden, liebe Frage. Freunde. Ja oder nein? Wer weiß es? Das ist Sansibar. Hervorragend. Der Punkt geht an Herrn Müller. Jetzt käme die letzte Frage an Herrn Müller. Ich gebe zu, die hat Herr Scholz vorhin so ein bisschen versaut. Ich stelle sie trotzdem. Spargel ist als regionale Köstlichkeit bekannt. Welches Edelgemüse wird denn in Teltow hergestellt? Also, das sind natürlich die Teltower Rübchen. Es gibt auch genau noch ein oder zwei Landwirte, die anbauen. Unter anderem Axel Zilleweit, der ist für uns Stadtverordneter gewesen in Teltow. Und es gibt jemanden, der im Nebengewerbe in Teltow aus diesen Rübchen einen fürchterlichen Schnaps destilliert. Den muss man einmal probiert haben, damit man sagen kann, er hat einmal Schnaps aus Teltower Rübchen getrunken. Ja. Vielen Dank. Ich würde sagen, Dank, Herr Müller hat mit 3 Punkten gewonnen, klar und deutlich. Und für alle, die sich über das Quiz aufregen, es hat noch nie geschadet, sich einigermaßen in seinem Wahlkreis auszukennen. Können Sie sich von erfahrenen Bundestagsabgeordneten geben lassen, den Rat. Jetzt zurück zum Ernst des Lebens, wie er hier gewünscht wird. Wir wollten natürlich wissen, was den Wählerinnen und Wählern im Wahlkreis 61 so am meisten unter den Nägeln brennt und haben uns nochmal umgehört. Deswegen nochmal ein kleiner Einspieler, Mats ab. Ja, ich wünschte einfach, der Verkehr in Potsdam würde sich ändern, dass da wirklich was passiert. Es ist ein Stop and Go, man muss alles umfahren und das ist einfach wirklich nervig. Also mich nervt die Situation mit Fahrrädern, also mit Fahrradwegen vor allem, viele Baustellen, wo man dran vorbeifahren muss und es sind auch einfach zu viele Fahrräder auf den Fahrradwegen, also diese Fahrradwege sind zu schmal. Also ich finde unter anderem, dass die Wohn- und Verkehrssituation in Potsdam eine Katastrophe sind. Zum Beispiel waren mein Mann und ich letztes Jahr auf der Suche nach einer Wohnung, haben aber leider in Potsdam direkt keinen bezahlbaren Wohnraum gefunden, sind daher weiter außerhalb gezogen und dort hat man dann wieder die Problematik, dass teilweise die Anbindungen nicht gerade vorteilhaft sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn man es dann sowohl mit Auto als auch mit den Verkehrsmitteln, den öffentlichen, nach Potsdam geschafft hat, dann steht man dann trotzdem wieder am Stau. Mittlerweile musste ich ja richtige Bewerbung schreiben, um eine Wohnung zu bekommen, mit Bildern, mit Nachweisen, mit allem drum und dran. Auswahl war nicht da und die Auswahl, die da war, war teilweise auch schon sehr runtergekommen, aber man hatte eben nicht die Auswahl, um sich was anderes zu nehmen und man ist quasi, wenn man eine bestimmte Region möchte, gezwungen, das zu nehmen, zu Preisen, die wirklich ferner jeder Vorstellung sind. Also da war ich wirklich richtig geschockt. Eine bezahlbare Dreiraumwohnung in Potsdam zu finden, in Babelsberg zu finden, ist einfach, war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Herr Scholz, Sie haben es gehört. Ich vermute, für Sie war es nicht so wahnsinnig schwer, eine bezahlbare Wohnung in Potsdam zu finden, aber Sie haben gehört, für viele andere ist es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt gibt es das Instrument der Mietpreisbremse, was bisher aber dieses Mietenthema, diesen Mietenboom nicht stoppen konnte. Warum keinen bundesweiten Mietendeckel? Ich glaube, das Wichtigste, was wir in Deutschland hinkriegen müssen, ist dafür zu sorgen, dass mehr Wohnungen gebaut werden, auch mehr bezahlbare. Aus meiner Sicht ist das übrigens auch kein Hexenwerk. Wir haben in den 70er Jahren in Deutschland mal 800.000 Wohnungen gebaut pro Jahr, in einem Jahr 1973 in West und Ost zusammen. Und deshalb werden wir statt 300.000 wie jetzt auch 400.000 pro Jahr jedes Jahr bauen können in den nächsten Jahren, wenn wir uns anstrengen. Und davon müssen aus meiner Sicht 100.000 Wohnungen wenigstens gefördert sein, damit die Hälfte der Haushalte, die in der Regel einen Anspruch hat auf so einen Berechtigungsschein, dann auch eine Chance hat, eine solche neue Wohnung zu finden, wenn sie die suchen. Das ist die Aufgabe, die man als allererstes hat. Und was die Frage betrifft, was machen wir, bis die alle gebaut sind, denn das dauert ja und wir müssen das ja in Bewegung kriegen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir neben dem starken Mietrecht, das wir beibehalten müssen, neben der Mietpreisbremse, die wir verstetigen müssen und stärker machen müssen bei der Neuvermietung von bisher schon gebauten Wohnungen, auch ein Mietmoratorium brauchen, das dafür sorgt, dass der Mietpreisanstieg begrenzt wird. Und das kann man bundesgesetzlich machen. Aber jetzt wird ja in Potsdam, wenn man sich die Realität anguckt, ist es so, hier wird gebaut, aber hier werden Eigentumswohnungen gebaut, die kosten zwischen 5.500 und 7.500 Euro pro Quadratmeter. Wer soll sich das leisten? Ja, das können sich sehr wenige leisten, das haben wir ja auch bei den Einspielern gehört und deshalb ist es mir schon sehr früh wichtig gewesen, viel Wohnung zu bauen. Ich habe ja ein großes Wohnungsbauprogramm
da wo ich Regierungsverantwortung hatte, bereits einmal losgetreten mit mittlerweile über 10.000 Baugenehmigungen pro Jahr, die dort erteilt werden, vielen Sozialwohnungen, viel Wohnungsbau der städtischen Wohnungsgesellschaft und der genossenschaftlichen Wohnungsgesellschaft, damit es bezahlbar bleibt und wird. Das ist ja unverzichtbar, wenn man das erreichen will. Und eine Voraussetzung ist, dass man dort, wo man die Möglichkeit hat, auch bei den Genehmigungen, bei den Bebauungsplänen, bei dem, was man mit denjenigen, die investieren, vereinbart, festlegt, dass immer ein gesunder Mix existiert, sodass auch geförderte Wohnungen darunter sind, dass auch bezahlbare Mietwohnungen darunter sind. Ohne das wird es nicht gehen, sonst werden viele Investoren nur Wohnungen bauen für Leute, die sehr viel Geld haben, und das sind einfach nicht die meisten in unserem Land. So wie es jetzt zumindest in dieser Stadt zu sein scheint. Frau Teuteberg, wir haben uns den Spaß gemacht und heute früh mal auf einem sehr bekannten Immobilienportal nach einer Mietwohnung gesucht. Und wir haben gesucht eine Dreiraumwohnung in Babelsberg Nord, das ist gleich bei Ihnen um die Ecke, ein sehr beliebtes Stadtviertel hier in Potsdam. Wir haben gefunden, exakt drei Ergebnisse, die günstigste Wohnung 1200 Euro im Monat, die teuerste Wohnung knapp 2000. Ist da nicht der Markt irgendwo am Limit in einer Stadt wie Potsdam und braucht es nicht doch eine Regelung, um hier, sagen wir mal, Mieten zu ermöglichen, die es Normalverdienern auch ermöglichen, in dieser Stadt zu leben? Wir müssen da was für mehr Wohnraumangebot tun, und der Markt, den Sie erwähnen, der unterliegt ja schon Regulierungen und da gibt es ja Rahmenbedingungen dafür, weshalb das so ist. Wir wollen, dass wir zum einen mehr Wohnungen bauen. Das ist schön, wenn wir uns da einig sind, Herr Scholz, wenn Sie das auch wollen. Aber dafür muss der Staat auch einiges tun, dass er selber nicht dazu beiträgt, dass Wohnen teuer ist. Wir müssen bei den Standards, bei den Normen nochmal überprüfen, welche sind sinnvoll. Viele sind auch sinnvoll, aber nicht alle, die sozusagen immer wieder die Baukosten auch erhöhen und das, den Standard erhöhen. Wir müssen übrigens auch dafür sorgen, das Land Brandenburg hat eine Grunderwerbsteuer von 6,5%. Also wir Freien Demokraten wollen, dass sich auch mehr Normalverdiener Eigentum leisten können. Und dann sollte nicht noch 6,5% Zusatz-Sondersteuer bei der Grunderwerbsteuer erhoben werden. Deshalb sagen wir, wir wollen da einen Freibetrag, damit, wenn sich Menschen die erste selbstgenutzte Immobilie kaufen, eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim, ganz normale Arbeitnehmer, Freiberufler, der Handwerksmeister, dass die nicht 6,5% nochmal draufzahlen ans Land. Das ist nämlich richtig viel, das ist wie eine Jahreseinkommensteuer obendrauf. Das sind einige der Maßnahmen, es kommen weitere hinzu. Wir müssen die Vernetzung im Umland natürlich auch stärken. ÖPNV ist ein wichtiges Thema. Ich habe eben nur mich nicht gemeldet, weil ich war mir ganz sicher, dass das zu niedrig ist, was Herr Scholz sagt, bei dem Einzelfahrschein, weil ich weiß, das habe ich schon für die Kurzstrecke vor ein paar Jahren bezahlt in Potsdam. Dadurch, dass ich aber ein VIP-Abo habe, eine Jahreskarte, hätte ich Ihnen jetzt nicht den genauen Preis für den Einzelfahrschein sagen. Aber ich finde, in Potsdam ist man mit der Tram sehr gut unterwegs, wenn man in die Innenstadt will. Aber wir müssen was dafür sorgen, dass Menschen auch im niedrigen und mittelpreisigen Segment investieren und Wohnungen bauen. Und Mietendeckel bewirkt genau das Gegenteil. Das haben wir in Berlin gesehen. Es wird dann nicht mehr investiert. Die Gebäude werden auch nicht mehr instand gehalten. Deshalb, wir müssen was dafür tun, dass wir günstiger und mehr bauen. Dann haben nämlich auch die Menschen, die wirklich eine Wohnung suchen, eine bessere Auswahl und auch eine bessere Position gegenüber den Vermietern, bei denen sie sich um eine Wohnung bewerben. Herr Müller, Sie schütteln den Kopf. Also das ist mein dritter Bundestagswahlkampf hier und wir haben in Potsdam immer mietenpolitische Debatten. Ich bin selber 2005 in die Stadt gezogen, mein erstes WG-Zimmer hat 185 Euro kalt gekostet. Nein, warm, mit Internet, 185 Euro, das kann sich heute fast niemand mehr vorstellen. Und Familien, und das ist, ich meine, Kinder- und Jugendpolitik, in Familien ist es längst nicht mehr die Realität, dass jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hat. Selbst bei Doppelverdienernhaushalten, selbst bei Gutverdienenden sitzen auch fünfköpfige Familien auf zwei oder drei Räumen in der Innenstadt, aber teilweise auch in den Neubauwohngebieten. Bei der Firma Semmelhag kann ich am Stern eine Vierraumwohnung, und sowas bin ich groß geworden, ich bin in der Platte groß geworden, mit 75 Quadratmetern für über 1200 Euro kalt mieten, und die vermieten noch nicht mal mehr an Menschen, die Transferleistungen beziehen, weil sie sagen, Menschen mit Grundsicherungsrente, die nach Massivbewerberleistungsgesetz Geld beziehen oder nach Hartz IV, die kriegen bei uns überhaupt keine Wohnung. Das sind Zustände, die sind völlig inakzeptabel. Und Olaf Scholz mag ja recht haben, dass das kein Hexenwerk wäre, aber die Realität ist, dass in den letzten 16 Jahren, das sind die Jahre der Merkelschen Kanzlerschaft, von denen die SPD ja die allermeiste Zeit mitregiert hat, die Hälfte der Sozialwohnungen aus der Belegungsbindung gefallen sind. Das klingt total technisch, na, eigentlich ist das kein Applaus wert,
Das klingt total technisch, aber das heißt, diese Sozialwohnungen sind verschwunden auf dem Markt. Die gibt es aber noch, nur dass die extrem teuer vermietet werden. Und deswegen sagen wir als Linke, eine Konsequenz muss sein, müssen sich jetzt FDP und Union festhalten, eine Konsequenz muss sein, einmal gefördert, immer Belegungsbindung. Das kann doch wohl nicht sein, dass wir mit öffentlichen Mitteln sozialen Wohnungsbau fördern und nach 15 oder 20 Jahren die Bindung einfach erlöschen, danach teuer vermietet werden kann. Das ist ja am Ende nichts anderes als ein Geldbeschaffungsprogramm für Immobilieninvestoren aus öffentlichen Mitteln, finde ich völlig inakzeptabel. Und ja, wir brauchen den Mietendeckel. Natürlich brauchen wir den Mietendeckel. Und ich halte das auch wirklich inzwischen für ein durch zu nichts belegendes Argument, weil es in Berlin über wenige Monate bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass das Abgeordnetenhaus dieses Gesetz hätte nicht beschließen dürfen, weil es gar nicht die Zuständigkeit hatte, dass bis zu dieser Entscheidung in Berlin quasi alles zusammengebrochen wäre, Häuser nicht saniert worden wären etc. Das halte ich wirklich für ausgedacht. Im Gegenteil, wir brauchen den Mietendeckel, um zu verhindern, dass weiter Extraprofite mit der Miete gemacht werden und Menschen Wohnraum finden, in dem sie mit ihren Familien auch leben können, ohne 40, 50 oder noch mehr Prozent Anteil ihres Einkommens dort auszugeben. Frau Ludwig, jetzt sind Sie angesprochen worden eben. Müssen Sie sich festhalten, wie ist denn Ihr Weg, um das Wohnen in Potsdam endlich bezahlbar zu machen? Gehen Sie mit Herrn Müller den Weg des Mietendeckels? Wo ich bei Herrn Müller mitgehe, ist natürlich, was heißt natürlich, darüber muss man diskutieren, was geförderten Wohnraum betrifft. Und ich finde, es ist auch Aufgabe von kommunalen Unternehmen, Wohnungsbauunternehmen, sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Und Herr Scholz, ich glaube, mit den 100.000 kommen wir nicht weit, deutschlandweit, wenn ich mir überlege, wie viele Wohnungen hier in Potsdam fehlen. Der Mietendeckel selbst wird nicht eine Wohnung mehr bringen, ganz im Gegenteil. Und ich finde das unlauter und unredlich, immer wieder auf Großinvestoren zu schielen, wenn es um Vermieter geht. Zwei Drittel aller Vermieter in Deutschland sind übrigens Kleinvermieter. Und wir haben auch in Potsdam eine sehr hohe Quote von privaten Vermietern, die eben keine Konzerne sind und keine großen Hausgruppen haben, sondern ein, zwei, drei Wohnungen, die sie sich gekauft haben in der Zeit und die vermieten. Und die steigern die Mieten nicht ins Unendliche und die machen damit keine Riesenprofite. Aber es sind genau diejenigen, die halt nicht mehr investieren können, um zu sanieren und das, den Wohnraum zu erhalten, dass er auch anständig ist. Und andere werden einfach nicht mehr bauen. Und wir werden in eine Falle laufen, wie wir es schon kennen aus DDR-Zeiten, dass es sich schlichtweg nicht mehr lohnt zu bauen. Es gibt aber andere Ansatzpunkte, darüber zu reden, wie wir Bauen stimulieren können. Und da gucke ich an Herrn Scholz, der vielleicht mal mit seinen Kollegen im Land Brandenburg reden würde, zum Landesentwicklungsplan Hauptstadt, der 2019 geändert wurde und ein grünes Band um Brandenburg legt und Grünflächen miteinander verbindet und damit ganz, ganz viel Flächen ausgeschlossen hat, wo man bauen kann. Schönes Beispiel ist Beelitz. Da soll viel Wohnraum entstehen. Das passiert nur noch zur Hälfte, weil plötzlich mit dem neuen Landesentwicklungsplan eine große Hälfte, für 2000 Personen wäre das ungefähr, rausfällt, nicht mehr gebaut werden darf, weil man das gerne so möchte. Oder Herr Scholz, Sie sind zuständig auch für die BIMA, ne? Sie sind, glaube ich, so, ich verstehe nicht, warum die BIMA die Pflicht hat, meistbietend Grundstücke zu verkaufen und das nicht zu sozialverträglichen Preisen, zum Beispiel in Stahnsdorf. Und dieses Beispiel haben wir auch hier in Potsdam mit der Pro Potsdam, weil es immer heißt, dass staatliche Unternehmen so altruistisch sind. Die Pro Potsdam hat die letzten Grundstücke im Bornstädter Feld, ich habe es jetzt von 5 Seiten gehört, deswegen darf ich es sicherlich sagen, Norbert Müller weiß das, für 1.000 Euro den Quadratmeter versteigert an private Personen. Da frage ich mich, was soll das? Also das sind schon Punkte, wo Politik deutlich mehr tun kann und der Mietendeckel an der Stelle ist der falsche Weg. Herr Scholz ist angesprochen worden. Ja. Die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten hat ihre Politik in den letzten 4 Jahren geändert, weil ich das alles vorgeschlagen habe und das eine Mehrheit im Bundestag gefunden hat. Erstens werden Grundstücke des Bundes jetzt den Gemeinden für geförderten Wohnraum angeboten und die kriegen sie dann auch für billigen Wohnraum in der Gemeinde zu Preisabschlägen. Das ist neu, das war vorher nicht so und seitdem gibt es bundesweit eine riesige Nachfrage nach diesen Grundstücken. Der Städte- und Gemeindetag hat gesagt, die beste Zeit der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und Städten und der BIMA, die jemals da gewesen ist. Zweitens, wir haben festgelegt, dass bei den eigenen Wohnungen es eine Begrenzung der Mieten gibt, sodass wir auch unterhalb des Mietenspiegels vermieten können. Was ganz wichtig war, große Konflikte mit dem Bundesrechnungshof und anderen ausgelöst hat, die finden, wir müssen immer das nehmen, was wir kriegen können.
Und das haben wir auch durchgesetzt in dieser Frage, sodass also die Meistbietensklausel abgeschafft ist bei der Frage der Vergabe an die Gemeinden und dass wir auch bei den eigenen Beständen wieder das so machen. Und die dritte Entscheidung, die getroffen worden ist, die BIMA baut anders als all die Jahre vorher wieder im großen Maßstab selber Wohnungen. Sie stellt das jetzt her, weil natürlich die Zöllnerinnen und Zöllner, die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten und viele andere, die in teuren Städten Arbeit für uns alle leisten, sich die Wohnung da auch nicht leisten können. Und deshalb ist es gut, wenn wir selber wieder zusätzliche Wohnungen bauen. Das wird nicht die Probleme auf dem Wohnungsmarkt lösen, aber wenn da ein paar Tausende, und wir haben ein Potenzial von 30.000 entdeckt, deutschlandweit dazukommen, hilft es auch ein bisschen. So viele eigene Wohnungen, sei es vom Bund oder den Kommunen, gibt es nicht, um dieses Problem zu entspannen in Berlin. In Berlin wird am 26. Jahr unter anderem auch über die mögliche Enteignung von größeren Wohnungskonzernen gesprochen. Herr Krause, ist das ein Weg, den Sie mitgehen würden? Nein, natürlich nicht. Wir sind eine Marktwirtschaftspartei und ich finde es immer ganz unterhaltsam, wenn Linke über Wirtschaft sprechen. Schauen Sie, der Herr Müller hat gerade wieder von Mietendeckel gesprochen. Warten Sie, jetzt haben Sie ja gerade gesprochen, lassen Sie mich auch mal. Also, das DIW hat festgestellt, dass während des Mietendeckels in Berlin das Wohnungsangebot dort um 51,4% gesunken ist. Das ist exakt das, was wir vorher gesagt haben und auch alle anderen konservativen Parteien. Jeder, der ein bisschen Sachverstand hat, der weiß das auch. Der Hauptgrund für die extreme Angespanntheit oder die Hauptgründe des Immobilienmarktes in Deutschland sind erstens die EZB-Nullzinspolitik. Die Anleger haben kaum andere Möglichkeiten, als in Immobilien zu investieren und die Preise dann auch über erhöhte Mieten weiterzugeben. Das Zweite ist, ob Sie es hören wollen oder nicht, ist natürlich der Zuzug von etwa 4 Millionen Menschen seit 2003 nach Deutschland. Deswegen fehlen laut Hans-Böckler-Stiftung in diesem Land etwa 2 Millionen Wohnungen. Bei einem Leerstand von 1% in Potsdam entschließt sich aber dann trotzdem der hiesige OB, zum Beispiel die Menschen aus den Asylaufnahmeeinrichtungen, die weiß Gott kein Wellnesszentrum sind, das ist mir auch klar, dann aber in den lokalen Wohnungsmarkt hineinzubringen, was die Lage noch verschärft. Herr Krause, das zeigt, vielleicht können Sie uns jetzt sagen, was Ihr Weg ist und nicht, was die anderen alles nicht richtig machen. Ich sage Ihnen, was der Weg ist, aber bitte stellen Sie die Fragen so, wie Sie es für richtig halten und lassen Sie mich so antworten, wie ich es für richtig halte. Das wäre dann, glaube ich, der beste Weg. Also ich sage Ihnen mal was, in Deutschland gibt es 22 Millionen Mieterhaushalte und rund 40% davon sind auf EBS. Das heißt, das sind im Grunde Sozialwohnungen. In der Zeit der Regierung, unter anderem der SPD, ist der Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland auf ein Drittel gesunken. Und jetzt hat die Bundesregierung 2,2 Milliarden beschlossen. Die IG Bau sagt, wir brauchen mindestens 6 Milliarden. Und der Robert Feiger, der Vorsitzende der IG Bau, sagt, der Staat hat beim sozialen Wohnungsbau sein soziales Gewissen verloren. Und jetzt sage ich Ihnen meine oder unsere Maßnahmen. Erstens, auslaufende Sozialbindungen müssen unbedingt verlängert werden. Da sind wir uns mit den Linken einig. Schauen Sie, sowas kann es eben auch geben. Dann deutlich mehr Wohngeld, zum Beispiel auch aufgestockt um ein kommunales Wohngeld. Den Wohnungsbau mit unterschiedlichen Maßnahmen stärker ankurbeln. Da gibt es Investitionsanreize, da muss man ins Detail gehen. Und was wir auch fordern, ist ein dauerhaft reduzierter Mehrwertsteuersatz für Bautätigkeiten, ebenso die Befreiung der sozialen Wohnungsbau von Grunderwerbsteuer. Das ist das, was der Herr Feiger fordert. Und wenn Sie jetzt einen schelmischen Blick in unser Bundestagswahlprogramm werfen, da finden Sie genau diese Maßnahmen. Und jetzt eine Abschlussfrage an Sie, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland die höchste Altersarmut in der deutschen Geschichte, den größten Niedriglohnsektor und jedes fünfte Kind in diesem Land lebt heute in Armut. Diesen großen Niedriglohnsektor hat die SPD mit ihren Hartz-IV-Reformen geschaffen und haben damit atypische Beschäftigungsverhältnisse eingeführt. Schauen Sie sich diese Massenverarmung in diesem Land an und ich frage Sie, wer hat die letzten 23 Jahre regiert? Nur 4 Jahre davon haben Sie nicht regiert. In den letzten 20 Jahren hat die SPD 18 Jahre lang das Sozialministerium besetzt, den Sozialminister gestellt. Und heute ist es so, dass von 2014 auf 2018 der Prozentsatz der über 65-Jährigen in Altersarmut von 14 auf 18,7% gestiegen ist. Das ist jeder Fünfte. So, das ist die Bilanz der Sozialpolitik der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Das sind wirklich apokalyptische Zahlen, wenn Sie sich das genau angucken. Und da muss ich sagen, hat diese Bundesregierung unter Beteiligung der SPD kolossal versagt. Das ist keine Sozialpartei mehr, meine Damen und Herren. Krause, Ihr rhetorischer Trick ist nicht ganz aufgegangen. Sie wollten eine Frage stellen, haben Sie dann nicht getan. Die Fragen stellen immer noch wir. Apokalyptisch fand ich zum Teil Ihre Wortwahl, ob wir Massenarmut in Deutschland haben. Die AfD mag es so sehen. Darf ich Ihnen sagen? Nein, Moment, Sie sind jetzt gerade nicht dran. Ich wollte, Frau Baerbock, das Thema jetzt noch mal ein bisschen erweitern, wenn Sie gestatten.
Wir hatten im Trailer zwei große Themen identifiziert, auf die wir auch immer wieder stoßen in der Berichterstattung, unter anderem bei unserer Serie Potsdam ganz nah, in der wir uns hier in den Kiezen bewegen in dieser Stadt. Das eine Thema ist Wohnen, das andere große Thema in Potsdam ist der Verkehr. Egal mit welchen Verkehrsmitteln man sich fortbewegt, wenn man von A nach B kommen will, kommt man erstens meistens zu spät. Und je nachdem, mit welchem Verkehrsmittel man unterwegs ist, wird es unter Umständen auch noch kreuzgefährlich. Wie wollen Sie das lösen? Und sagen Sie jetzt bitte nicht Lastenfahrräder für alle. Ich habe ein sehr schönes Lastenfahrrad, damit kommt man gut durch die Stadt. Ich würde gerne aber, ich komme gleich zu Ihrer Verkehrsfrage. Zum einen, Herr Krause, nachdem Sie jetzt gegen alle Menschen hier gehetzt haben, erst gegen Wissenschaftler und die Wissenschaftler leugnet haben, dann Menschen, die Flucht aufgesetzt waren und jetzt ein Bild von Deutschland zeichnen, wo Sie Menschen, die wenig verdienen und wenig Einkommen haben, gegen andere ausspielen, möchte ich einmal sagen, Sie haben am Anfang gesagt, warum alle gegen Sie sind im Deutschen Bundestag, weil Sie sich nicht nur antidemokratisch verhalten, sondern menschenfeindlich. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Da wir gerade das Thema aber Wohnungsbau noch hatten, ich will jetzt nicht alles nochmal aufmachen, was hier gesagt wurde, aber ein Punkt ist mir total wichtig, weil wir jetzt so viel über Bundespolitik geredet haben. Wir leben ja hier in Potsdam und die Stadt ist sehr begrenzt beim Verkehr, aber auch beim Platz. Und deswegen muss man Prioritäten setzen. Natürlich müssen wir weiter bauen. Aber die Frage ist, wie bauen wir? Und wie sorgen dafür, wenn neu gebaut wird, dass es immer einen Anteil dafür gibt, dass Menschen, die wenig Einkommen haben oder gar kein Einkommen haben, Familien, Rentnerinnen und Rentner sich das auch leisten können. Und da kann Politik klare Vorgaben machen. Und da muss zum Beispiel der soziale Wohnungsbau auch weiter gefördert werden. Und dass die Bundesregierung genau den sozialen Wohnungsbau um ein Drittel gekürzt hat, führt unter anderem dazu, dass in Städten wie hier bei uns in Potsdam dann eben manche Menschen nicht mehr in der Innenstadt leben können. Und das müssen wir in Zukunft ändern. Jetzt zum Verkehr. Zum Punkt Verkehr. Auch da gibt es richtig, richtig viel zu tun. Wir erleben das mit den Staus. Jetzt ist die Belatstraße gesperrt. Jetzt braucht es alles noch länger. Und das ist ja einer der Vorschläge, der in der Kommunalpolitik hier immer wieder diskutiert wird. Es ist kein Geheimnis, dass meine Partei, ich persönlich, viele Menschen aber auch in dieser Stadt sagen, wir müssen die Potsdamer Innenstadt autofreier bekommen. Wir haben das ja in der Corona-Phase gesehen, wenn wir Menschen Raum geben, auch die Straßen mitzunutzen. Paris hat gestern beschlossen zu sagen, Tempo 30 in der Innenstadt. Brüssel hat beschlossen, die Straßen, die sie autofrei gemacht haben, auch in Zukunft weiter für das Leben in der Innenstadt zu nutzen. Wir sind hier eine Stadt der kurzen Wege. Ja, ich finde, das bringt mehr Lebensqualität, wenn wir zum Beispiel Friedrich-Ebert-Straße dafür sorgen, dass wir diese Straßen gemeinsam nutzen können. Und dann brauchen wir Zubringer natürlich in die Innenstadt rein, damit wir reinpendeln können. Und das ist weiter der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in dem Bereich, damit das, was eigentlich mal versprochen worden ist, Park and Ride an der Außenstadtgrenze in Zukunft auch wirklich machbar ist. Aber wie ist die Reihenfolge, Frau Baerbock? 50.000 Menschen pendeln jeden Tag nach Potsdam rein zur Arbeit. Die meisten von denen müssen das Auto nehmen, weil da, wo sie wohnen, kein regelmäßiger öffentlicher Nahverkehr existiert. Wenn sie die Innenstadt autofrei machen, wie sollen die in die Stadt kommen? Dass sie bis an die Stadtgrenze fahren und dann weiter mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln reinpendeln. Und natürlich ist das kein heute auf morgen, aber wir haben das doch überlebt. Wir haben doch bei der ersten Straße jetzt angefangen in der Innenstadt, wo wir gesagt haben, hier wollen wir keinen Durchfahrtsverkehr an dieser Stelle mehr haben. Die Frage ist doch, wenn wir immer sagen, oh, wir machen gar nichts und warten ab, was dann passiert, dann passiert eben nichts. Aber wenn wir dafür sorgen, dass wir wirklich von der Stadtgrenze her die Taktung erhöhen, wenn endlich beim Regionalexpress der dritte Zug in der Stunde kommt, dass wir eben auch aus dem Berliner Speckgürtel wirklich dafür sorgen, dass Menschen nicht wie Sardinen in dem Regionalexpress gedrängt werden. Wenn wir mit Blick auf die Stammbahn dann die Investitionen auch so stemmen, dass wir im Außenbezirk öffentlichen Nahverkehr fördern, dann wird das nicht morgen stattfinden, aber wenn wir heute nicht die Weichen stellen, dass es in 10 Jahren besser wird, dann stehen wir auch noch in 10 Jahren im Stau. Frau Baerbock, da hätte ich jetzt noch mal eine Nachfrage und damit kommen wir dann auch ein bisschen schon zu unserem nächsten Thema Klimaschutz.
wenn wir das Auto stehen lassen sollen, was Sie sich ja wünschen. Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn wir vielleicht häufiger auf den öffentlichen Nahverkehr oder den Bahnverkehr setzen, das würden bestimmt viele in Potsdam gerne, um schnell zum Beispiel nach Hannover zu kommen. Schnell, das heißt mit dem ICE, heißt aber immer, dass wir erst nach Berlin fahren müssen tagsüber, um dann weiterzufahren. Was haben Sie denn bisher getan, um sich für den ICE halt in Potsdam stark zu machen? Na, diese Entscheidung wurde vor Jahrzehnten getroffen, dass es keinen ICE halt in Potsdam gibt. Wir haben ja erlebt, als die Brücke gesperrt war, übrigens apropos Klimaschutz, war nach einem Hochwasser, wo der ICE kurzzeitig durch Potsdam durchgefahren ist und leider nicht angehalten hat, zu meinem großen Leid, dass das nicht so einfach ist, dass wir diese Bahnstrecken so entsprechend umlegen können. Ich sehe nicht, dass es jetzt absolute Priorität hat, zu sagen, wie können wir überlegen, wie an einem kleinen Bahnhof, der überhaupt nicht ICE ausgelegt ist, einen zusätzlichen ICE halt zu machen, sondern wir müssen die Trasse, die nach Hannover weiterführt, ich meine, das ist ja eine Trasse, dann geht man weiter in die gesamte Republik, auf dieser Strecke, die mit Blick auf die Brücken, die sanierungsbedürftig sind, mit Blick auf den weiteren Aufbau, dass wir hier eine bessere Taktung, dass die Züge pünktlich kommen, da das Geld für in die Hand nehmen, dass der Zugverkehr nicht immer verspätet ist, dass die Züge nicht immer ausfallen, dass die Menschen sagen, ich fahre doch lieber mit dem Auto, weil ich mir als Familie die ICE-Fahrt überhaupt nicht leisten kann. Dafür müssen wir das Geld in Zukunft investieren, dass alle Menschen, die auch mit ICE fahren wollen, das in Zukunft auch bezahlen können. Bevor Herr Müller gleich was sagt, wie er den ICE nach Potsdam holen will, ganz kurz nochmal, Frau Ludwig, Tempo 30 in der Innenstadt, autofreie Innenstadt, sind Sie da d'accord? Nein, bin ich nicht. In der Innenstadt haben wir zu ganz großen Teilen Tempo 30, ein paar Außenstraßen nicht. Und alles, was bis jetzt in der Stadt Potsdam gemacht wurde, ist gemacht worden, um das Autofahren zu erschweren. Angefangen von den Pförtnerampeln zum Reinpendeln, bis hin jetzt in der Gutenbergstraße das zuzumachen. Also ich finde das ehrlich gesagt unglaublich. Da muss man sich schon überlegen, ob da wirklich ein Plan dahinter steht. Ich finde, wir müssen uns Gedanken machen über zusätzliche Angebote. Das, was wir gehört haben, dauert alles Jahrzehnte. Aber es wird eben auch gebaut in der Stadt Potsdam, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie vorher die Verkehrslösungen aussehen sollen. Thema Kampnitz zum Beispiel. Und ich finde es eine Zumutung für eine junge Mutter mit zwei Kindern, ich will jetzt nicht wieder über das Lastenrad reden oder über andere Räder, die im Potsdamer Norden wohnen, dass die andere Möglichkeiten als das Auto nutzen sollen. Oder ältere Herrschaften, die zum Arzt wollen. Wir haben ja im Potsdamer Norden da auch keine Arztdichte entsprechend. Deswegen funktioniert das nicht. Und ich möchte gerne, wie es an anderer Stelle immer so schön heißt, das eine mit dem anderen nicht ausspielen, sondern wir müssen zusammendenken. Wir werden auf das Auto nicht verzichten können, auch aufgrund der Lage von Potsdam zum einen, aber zum anderen gibt es oder würde es Möglichkeiten geben, doch schneller auch zusätzlichen ÖPNV mitzudenken. Und zwar nicht nur Straßenbahn, was ein sehr teures Mittel ist, sondern das, was Potsdam umgibt, nämlich Wasser, viel stärker mitzudenken. Das wird die Probleme nicht lösen. Es kann aber ein Punkt sein, das mit damit einzubeziehen. Ich hatte damals auch eine etwas kreativere Idee eingebracht, was das Thema Seilbahn betrifft. Wir sind jetzt 2 oder 3 Jahre weiter. Da wird im Bundesverkehrsministerium intensiver darüber nachgedacht. Und ich würde mich freuen, wenn man sich kreativen Lösungen nicht versperrt, sondern es einfach mal probieren würde. Wir hatten das vor 2, 2,5 Jahren angedacht, als wir wussten, dass die Belatstraße gesperrt werden wird und was das für ein Verkehrschaos wird. Da wird nur die Nase gerümpft. Und ich finde das schade. Potsdam hat die Chance und die Möglichkeiten, modern und kreativ gerade bei der Verkehrswende dabei zu sein. Ich komme aus Golm, wir haben da den Wissenschaftspark, da haben wir auch ein paar Ideen angebracht, das findet die Stadt nicht so toll und klasse. Die setzt eher wirklich auf alte Technik und das finde ich ärgerlich. Aber so wie gegen das Auto hier vorgegangen wird, finde ich das nicht in Ordnung und das ist den Bewohnern gerade im Potsdamer Norden überhaupt nicht zu vermitteln, wie das in Zukunft funktionieren soll. Ja. Herr Müller, Seilbahn, ICE, Lastenfahrrad, was ist Ihr Weg? Also ich wohne im Potsdamer Norden und ich habe gestern war Sonntag, richtig, ich habe gestern mal auf den Tacho am Fahrrad geguckt, da bin ich letzte Woche 185 Kilometer gefahren und das sind immer bis Potsdam gut Hauptbahnhof. Gut ab, Norbert, wenn du es mit 80 auch noch machst, wenn du es mit 80 auch noch machst, top. Ja, also das kann man sogar, und es gibt sogar Leute, die diese Radwege so intensiv nutzen, dass wir uns freuen würden, sie wären ein bisschen sicherer und man würde nicht nur auf der B2 mit so einem Sicherheitsstreifen, der abgetrennt ist, seine Kinder quasi entlang
von Bussen oder LKWs, die dort Tempo 60 fahren dürfen, fahren lassen. Und da sind wir gleich beim eigentlichen Thema. Saskia Ludwig, du bist doch auch im Ortsbeirat in Golm. Da sind wir bei einem ganz praktischen Thema. Ihr wisst, dass es nahezu unmöglich ist, ein ständiger Kampf gegen Windmühlen, Straßen auszuweisen auf Tempo 30. Zum Beispiel, um Kinder, um alte Menschen zu schützen, um Verkehr besser zu machen, um sicherer zu machen, gerade in Ortszellen. Das ist in Potsdam ein Ding der Unmöglichkeit mit dieser Straßenverkehrsbehörde. Und sie haben immer das Recht auf ihrer Seite. Und deswegen sagen wir als Linke seit vielen Jahren, wir wollen die Regelgeschwindigkeit Tempo 30 in Städten, damit man dort, wo 50 Sinn macht, 50 ausweist und nicht da, wo 30 Sinn macht, ständig dafür kämpfen muss, dass es ausgewiesen wird. Das würde das Leben tatsächlich deutlich besser machen, wenn wir die Regelgeschwindigkeit 30 hätten und sozusagen im Gegenzug überall da, wo 50 oder mehr Sinn macht, das andersrum handhaben würde, als es jetzt ist. Und dann zum ICE. Es halten ICEs in Potsdam, bin ich auch schon gefahren. Nachts von Essen nach Potsdam Hauptbahnhof, dann steigt man 5.30 Uhr ungefähr in die Straßenbahn. Es gibt drei Nachthalte, tagsüber hält keiner. Das ist nicht so richtig, das ist nicht so richtig schön, aber ich finde, Annalena Baerbock hat doch einen wichtigen Punkt gemacht. Ehe wir über den ICE halt in Potsdam reden, müssen wir mal drüber reden, dass Menschen den Fernverkehr, dass Millionen Menschen vom Fernverkehr ausgeschlossen sind, weil diese Tickets gar nicht bezahlbar sind. Auch nicht mit Bahncard, auch nicht mit Sparangeboten. Das ist doch längst eine soziale Frage geworden, ob Menschen den Fernverkehr nutzen können. Und solange innerdeutsche Flüge streckenweise immer noch günstiger sind, obwohl sie manchmal sogar länger dauern, ja, als die ICE-Verbindung, die auf der gleichen Strecke fährt, da läuft was falsch und da sehe ich den Haupteigentümer Bund. Die Bund ist, die Deutsche Bahn ist ja eine Bundesgesellschaft, ein Aktienunternehmen, was nur dem Bund gehört, als alleinigen Gesellschafter, sehe ich den Bund in der Verantwortung, die Bahn so auszustatten, dass diese soziale Frage, arme Menschen können gar nicht mit dem ICE nach München fahren, anders gestaltet wird, dass Bahnfahren für alle wieder möglich ist. Und das wäre ein wesentlicher Beitrag auch zum Klimaschutz, erst recht, wenn es mindestens günstiger wäre als diese unsäglichen innerdeutschen Flugverbindungen. Wir müssen tatsächlich auch schon auf die Uhr schauen. Wir sind tatsächlich fast schon, die Zeit ist gerast, am Ende der Veranstaltung angelangt. Frau Teuteberg sagt jetzt schnell noch, warum aus Ihrer Sicht die Zugtickets billiger werden müssen oder nicht. Ich finde vor allem, wir sollten all die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen. Ich will mal sagen, realistisch ist, es ist sicherlich erstrebenswert, dass eine Innenstadt autoärmer wird, aber nicht autofrei. Wir denken nämlich auch sowohl an die älteren Menschen, die vielleicht das Auto brauchen, als auch an die Menschen, die das für ihren Beruf brauchen, die Handwerker oder die Einzelhändler, die schon nochmal irgendwie mit einem Auto an ihr Geschäft ran müssen oder zum Kunden. Also wir sollten es nicht gegeneinander ausspielen, sondern ÖPNV stärken, auch Fahrradverkehr erleichtern, aber nicht gegen das Auto ausspielen oder das Auto stigmatisieren. Jetzt sind wir fast schon drüber. Wir haben noch zwei Fragen, die wir jede und jeden bitten zu beantworten zum Schluss. Zwei Schlussrunden. Anna beginnt. Genau. Zum Ende möchten wir von Ihnen allen noch mal wissen, wenn Sie in den Bundestag kommen und Sie können sich eine Sache aussuchen, die Sie für den Wahlkreis durchsetzen, eine Sache, welche wäre das? Frau Teuteberg, Sie beginnen, es geht der Reihe nach. Ja, ich würde gerne die steuerliche Forschungsförderung verbessern. Wir haben hier viel außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, ganz besondere Eigenschaft unseres Wahlkreises, unserer Region. Und damit noch mehr an Unternehmen ausgegründet wird, auch Forschung und Universitäten, finde ich das für unser Land eine ganz wichtige Sache und auch für unseren Wahlkreis. Herr Müller. Ist fest vorgenommen, beim Wahlkreis zu bleiben und sagt was ganz Technisches, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Das ist nämlich das, was wir brauchen, damit die Straßenbahn nach Kramnitz finanziert wird. Das muss finanziell so ausgestattet werden, dass es nicht nur mit seinem Volumen ganz für Potsdam reicht, sondern dass wir deutschlandweit, aber eben auch gerade hier schaffen, öffentlichen Personennahverkehr so auszubauen, dass Menschen die Chance haben, aufs Auto zu verzichten. Frau Baerbock. Das Thema, was wir vorhin hatten, bei der Mietpreisbremse dafür zu sorgen, dass sich auch in Potsdam Familien weiter in ihrer Wohnung bleiben können. Herr Scholz. Ich bin bei dem Herrn Müller. Man muss das Geld bereitstellen für den Ausbau der Regionalverkehre, neue Strecken, die gebaut werden müssen. Deshalb ist das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz auf 1 Milliarde angehoben worden und wird demnächst auf 2 angehoben. Jetzt muss losgeplant werden. Und was ich mir zusätzlich wünsche, ist, dass wir die Planverfahren so ändern, dass die Sachen nicht ewig dauern, bis sie fertig werden. Das müssen wir nämlich hinkriegen, sonst planen wir jetzt für in 10 Jahren. Das dauert zu lange. Frau Ludwig. Die finanzielle Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus hier. Und Herr Krause.
Wir müssen Potsdam und Brandenburg zu einem Zentrum zukunftsfähiger Technologien und auch entsprechender Unternehmen machen. Dazu brauchen wir eine andere Gründungskultur, wir brauchen deutlich mehr Fördermittel und wir müssen in die Zukunftstechnologien investieren, denn wir sind in allen wichtigen Zukunftstechnologien auch dank dieser Bundesregierung abgekoppelt. Wir brauchen im Bereich KI Vollinvest, da könnten wir uns gerade im Bereich des Reshoring auch starke Unternehmen hier ansiedeln und zurückholen. Wir brauchen einen vollen Fokus auf Quantencomputing, das wird im Bereich der EDV die Zukunft sein. Und wir müssen vor allen Dingen auf die übernächste Technologie oder die nächste große Technologiewelle, die alles verändern wird, so wie der Computer Dinge verändert hat, da müssen wir uns gestaltend an die Weltspitze setzen mit allem, was dazugehört. Und da hat Potsdam eigentlich ganz gute Voraussetzungen und das ist die Genetik. Genscheren wie CRISPR-Cas und andere werden komplett das Menschenbild verändern. Dagegen müssen wir uns einerseits schützen, auf der anderen Seite müssen wir das mitgestalten, denn ansonsten findet es ohne uns statt. Auch in diesem Bereich hat die Bundesregierung komplett gepennt und da haben wir bessere Angebote. Dankeschön. Schnelle Schlussrunde. Stellen Sie sich bitte vor, Sie könnten eine wunderschöne Tour mit einem Hausboot auf der Havel rund um Potsdam machen und zwei der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dieser Runde mit dazu nehmen. Wen würden Sie auswählen und warum? Kurze Begründung, Frau Teuteberg. Schnell und spontan muss es gehen. Mit dem Mikro bitte. Annalena Baerbock, eher weil ich sie schon länger kenne, und Herrn Scholz, weil ich ihn noch nicht kenne. Danke, Herr Müller. Ich bin ja Inhaber eines Sportbootführerscheins, also wir könnten auch segeln gehen. Das ist deutlich sportlicher als diese komischen Hausboote, die Havel so verstopfen und mit diesen 10 PS-Motoren so rumstottern überall. Wer wäre mit an Bord? Also Olaf Scholz ist, glaube ich, recht sportlich. Wenn wir das zu zweit machen könnten, hätte ich ein paar Fragen zu Cum-Ex. Die könnt ihr bei der Gelegenheit beantworten. Dann müssten das nicht immer investigative Journalisten alles rauskramen. Und damit es vielleicht ein bisschen kontroverser wird, würde ich auch noch, also zu viele Kanzlerkandidaten geht nicht, deswegen ist Annalena Baerbock einfach raus. Ich glaube, ich würde Saskia Ludwig mitnehmen, weil zwischen uns knallt es eigentlich immer. Wir haben völlig unterschiedliche Ansichten und das ist auch ganz gut so. Frau Baerbock. Ich müsste eigentlich meine Kinder mitnehmen, weil das versprochen worden ist und wir kriegen immer keine Plätze für diese Hausboote und das ist jetzt schon seit anderthalb Jahren überfällig. Aber ich glaube, ich würde mal eine Frauenhausboot-Party machen. Wir hätten sicherlich wirklich heftig auch was zu diskutieren. Also Frau Teuteberg und Frau Ludwig. Herr Scholz. Ich würde Frau Teuteberg und Frau Baerbock mitnehmen. Weiß ich noch mal. Frau Teuteberg und Frau Baerbock würden Sie mitnehmen. Warum? Es geht ja nur um eine Hausboottour. Es geht nur um eine Hausboottour. Ja, warum? Die Koalition ist schon vorher gebildet. Was haben die denn für Vorzüge, die beiden? Welche Vorzüge haben die beiden denn? Ich glaube, dass wir uns nett unterhalten können und dass wir das auch hinkriegen, das Boot zu steuern. Frau Ludwig. Also ich würde Frau Teuteberg mitnehmen, dann könnten wir uns gleich darüber unterhalten, wie man aus dem Hausbootverleih vielleicht ein neues Start-up machen könnte. Und Herrn Scholz, dem würde ich nämlich gerne meine Heimat zeigen. Herr Krause. Ich würde Frau Baerbock mitnehmen, weil dann könnte ich ihr vorrechnen, dass die Elektrifizierung des deutschen Automobilmarktes alleine nur das eine Versechsfachung der installierten erneuerbaren Energien benötigt und es also physikalisch ausgeschlossen ist, was die Grünen fordern. Aber ich würde mich auch bei Ihnen entschuldigen dafür, dass einige unserer Parteifreunde Sie wegen der Kobold-Geschichte damals so gebasht haben. Das tut mir leid, jeder kann sich mal versprechen, aber vielleicht könnten Sie noch mal ganz kurz erklären, was ist Kobalt eigentlich und wofür wird es gebraucht in der Elektromobilität? Das würde mich interessieren, ob Sie das... Netter Versuch, Herr Krause. Frau Baerbock bekommt jetzt nicht mehr das Wort. Wir sind am Ende dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren im Potsdamer Nikolaisaal. Vielen Dank auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Mats Facebook. Wenn Sie mögen, können Sie diese Veranstaltung nochmal auf Mats Facebook sehen. Zusammenfassungen und Videos gibt es auf Mats Online, natürlich den Bericht in der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Haben Sie einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und bitte nicht vergessen, am 26. September wählen gehen. Guten Abend.